Ich begrüße euch zurück bei The Tenants. Ihr seht, ich habe 77.000, das reicht leider immer noch nicht, um mir neue Sachen zu kaufen. Was ist das denn? Was ist das? Heißt das, er ist arbeiten oder wie? Okay. Anscheinend ist er arbeiten. Meine Damen und Herren, ich kaufe mir jetzt ein neues Objekt. Und jetzt ist die Frage, welches? Ich würde mir das hier kaufen. Weil hier kann ich zwei Mieter reinziehen lassen. 119. Ich nehme hier... Und ich habe die letzte Folge ja Gottlob endlich oder schuldenfrei oder wieder schuldenfrei genannt. Am Arsch. Wir holen uns den nächsten Kredit. Jo. Raus. Wie heißt meine Mieter? Cindy und Megan. Weiß nicht, wer sie hier ist. Ich schicke einen Profi. Ja. Ach, irgend so ein Babysitter-Job. Ich habe diverse Errungenschaften erlangt. Und es gab ein Erdbeben. Das nur mal so nebenbei. Da musste ich mal meine ganzen Wohnung reparieren. So, in der Nähe Polizei und eine Bushaltestelle. Filthy Rich Errungenschaft. Oh, und hier muss man fast nichts mehr machen. Also mal davon abgesehen, dass wir eh kein Geld mehr haben, aber... Und wir haben zwei Räume. Oh, how beautiful. Tag der offenen Tür, mietbare Zimmer. Nummer 2 und Nummer 3. Wir starten das Event. Kann ich nicht hier irgendwie durch einen Mausklick? Hallo? Ach, das ist eine Puppe. Ich wollte gerade sagen, wer ist sie denn? Wieso kann ich die nicht anklicken? Alter, Schwerverbrecher mit Schulden. Ja, der geht weg. How are you? Who are you? So, ihr redet es schon mal besser? Schlecht. Naja, gut. Miss McLean hatte eine gute Bewertung. Hat aber 660.000 Dollar Schulden. Naja. Sind beide nicht der Bringer, ne? Was? Ich hab halt Geld? Ja, danke. Die nächste. So, zufriedenstellend, das ist okay. Fuck, Alter, die hat auch Schulden ohne Ende. Nicht befriedigend. Beide aber auch nicht wirklich befriedigend. Ja, Jobs. Oh, wieder ein Elitevertrag. Zufriedenstellend. Damit kann ich sogar arbeiten. Wie hieß sie? Miriam McLean. Keine Vorstrafen. Und gut, mit der kann man mal arbeiten. Ja, machen wir aber minimalen Gewinn nur. Okay. Glückwunsch. Nicht befriedigend. Oh ja, sehr gut. Die wird mir ein bisschen mehr Geld geben. Ja, ich muss dann später unbedingt die Wohnung verbessern. Aber ich will jetzt erstmal so viel erreichen, dass ich hier ins Plus komme. Okay, akzeptiere ich. Matchmaker Errungenschaft. Das heißt, wenn es Probleme gibt, bin ich unter dieser Nummer erreichbar. Hallo, wunderbar. Vier Mieter. Aus irgendeinem Grund habe ich nur Frauen. Das ist aber Zufall. So, Nettoeinkommen. Theoretisch komme ich ganz knapp nicht auf die 5000. Ach, auch weil die Bank noch damit reinspielt. Naja, gut. Dann machen wir erstmal die nächsten Jobs. Der neue Baron sucht jemanden, der seine Villa in den Slums. Oh, ein Tag der offenen. Ne, wir machen hier so einen Babysitter-Job.
Genau, ich bin dein Ansprechpartner. Ach du heilige Scheiße. Oh, naja. Gibt auf jeden Fall wieder ordentlich Kneter. So, das war vielleicht. Du glaubst nicht, während. Was? Ja, war. Der hat meine Wohnung eingebrochen. Ja, okay, machen wir Sicherheitskameras. Haben sogar Geld eingenommen gerade. Vielleicht werden wir jetzt hier sicherer fühlen. Ja, okay. Mhm. Kann der Onkel mal ein bisschen schneller laufen? Nee, ne? Der ist so langsam. Gut, großes Objekt. Ah, das kann wieder so ein massives Objekt werden, wo ich mich drum kümmern muss, dass hier wieder irgendwelche, naja, Brauereien und irgendwelche Geheimräume installiert werden. Oh, nicht geklappt. Ja gut, der Globi. Billardtisch, haben wir sowas? Ne, wir haben Kicker. Ja, den nehmen wir uns mit. Mit? antiker Flügel Unikat. 1000. Also das ist ja das gleiche Ding. Das müsste ein Tresor sein. Better safe than sorry. Errungenschaft. Okay, wahrscheinlich wegen der Sicherheitskamera. Ja, das ist ein Safe oder so ein Waffen. Ich weiß nicht, was es ist. Eine Waffenkammer. Nein, 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 nein. Spielerlager. So, verlassen. Renovierung. Produktionsraum. Brauerei, Schlafzimmer, Küche. Ja, es ist genau das gleiche wie beim letzten Mal. So. Aber diesmal zähle ich. Also ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Räume. Bad. Schlafzimmer. 1, 2, 3, 4. Hier hinten kommt wieder die Brauerei hin. 5. Sechs, sieben. So. Oh, Planung. Ist das halbe Leben. Achso, wir sollten vielleicht auch Türen reinbauen, wa? So. Gut. Wir fangen an mit erstmal den Sicherheitskameras. Dass ich nicht außerhalb bauen kann, ist nicht geil. Und ich sollte unbedingt Shift drücken. Und ja, meinetwegen können wir hier nochmal eine hinsetzen. So. Dann. Produktionsraum. Fangen wir von oben nach unten an, ist ja egal. Setzen wir hier rein. Bodenstein. Wand in Grau. Ist das grau? Ja. So, ach ja, hier das mit den illegalen Substanzen und so ein Mist. Und nochmal eine illegale Substanz. So.
Laborkleiderschrank, den setzen wir wieder hier gleich an Anfang. Dann brauchen wir Tische und Stühle. Ja. Müssen das so eine Stühle sein? Das sind auch keine Tische. Krass. Genau, weil es ein Schreibtisch ist und kein normaler Tisch. Ja, die überlappen ganz schön, aber ist egal. Gasflaschen? Stimmt, müssen wir auch noch mal setzen. Ach man, ich muss immer den Shift drücken. Wie brauche ich denn noch eine? Ein Tresor? Und dann sind wir fertig. Brauerei kommt wieder da oben hin. So, oh. Entschuldigung, falsche Taste. Aha. Hätte ich doch keine Ahnung, wo hier vorne ist. Moah. Ein Tisch, ein Stuhl. Ein Tisch, ein Stuhl. Ich weiß nicht, wer hier Fotos macht. Ich bin's nicht. Und drei normale Fässer. Können wir mal die kleinen setzen? Ich muss unbedingt Shift drücken. So, check, check, check. Achso, ja, klar. Wände in blau. Schöne Wand. Gefällt mir. Und Fliesen waren's, ne? Ja. Bisschen viel. So, Schlafzimmer. Küche. Küche würde ich hier reinsetzen, Bad würde ich hier reinsetzen. So, Küche, Stein. Und Wand braun. Immer noch keine schöne Wandfarbe. So, Möbel, Kühlschrank. Ah, eine Küchenspüle. Einen Herd. Küchenschrank. Oh, jetzt geht das wieder los. Das sind Küchenschränke. Und was ist denn Küchenausstattung? Wahrscheinlich sowas hier, wa? Ist ein Toaster eine Küchenausstattung? Ja, ist es. Können wir ruhig noch ein bisschen mehr setzen. Wasserkocher. Microwave. So. Haben wir. Badezimmer. Ich tippe Fliesen, jawohl. Und Wand in blau. So, Geld 58.000. Das richtig teure kommt aber noch. Das wissen wir ja nun alle. Durch den ersten Durchgang. So eine Duschkabine. Die sieht schön aus. So ein Klo. Oh ja, können wir eigentlich nur hier hinsetzen. Dreh dich. Alter, eine Waschmaschine muss ja auch noch rein. Eieiei. So, hier natürlich das Übliche. Was? Deine Mieter sind so laut, tu etwas dagegen. Ich werde mit ihnen reden. Okay. Okay, was passiert? Sorry, werde leiser sein. Ah ja, okay. Gut, erledigt. So, boah, Alter, da muss aber noch viel rein. Also eine Waschmaschine. Oh, dass die hier noch hinpasst. Hier noch so ein Trog für die Klamotten.
Sieht alles so 0815 mäßig aus. Und ein Waschbecken. Gibt ein Spiegelchen drüber. Bei den Spiegeln bin ich auch immer noch sehr unzufrieden. Aber okay. So, der Security Room. Der kommt hier rein. Böden in Hartholz. Das ist Laminat. Das ist Hartholz. Naja. Wow, das sieht ja sehr industriell aus. Und Wandfarbe in... Ach du Scheiße, was ist das denn? Alter, das sieht ja richtig schlimm aus. Naja, okay. Die Sicherheitskonsole. Ist das eine Überwachungs... Ja, das ist genau das, was ich suche. Errungenschaft. TGI. Was? TGIF? Keine Ahnung, was ein TGIF ist. Waffenkammer. Hätten wir uns Geld sparen können? Wir hatten... Ganz ehrlich. Sparen wir uns Geld? Wobei, sparen wir uns nicht. Ist ja nicht mein Geld. Kann ich später für anderes Geld verkaufen. So, ein Server, der war auch noch relativ teuer. Wenn ich ihn finde, da. Was ist denn jetzt los? Die Heizung funktioniert nicht. Scheiße. Ja, komm hier. Kriegst einen Profi. Und dann geht's. So, dann bauen wir noch zwei Computer. Das geht gar nicht. Danke, jetzt kann ich ohne was. Ohne Schal durch die Dings laufen. Ja, dann bauen wir hier noch einen hin. So, wir nehmen die teuren Laptops. Und zwei Stühle. Ach, das sind keine Computer, sorry. Ach, da muss ich mir auch dran gewöhnen, dass das eine nicht das andere ist. Alter! Komm, es gibt nur eine Stelle, wo ich hin kann. So. DVD-Spieler. Und was? TV. Kann ich so einen Fernseher an die Wand hängen? Ja. Und ein DVD-Spieler. Ist der hier, ne? Ja. Sicherheitsraum erledigt. Wohnzimmer machen wir zum Schluss. Jetzt machen wir noch das Schlafzimmer. Das kommt, wie gesagt, hier hinten hin. Und das Wohnzimmer wird dann wieder das größte Projekt. So, Teppich. Wandfarbe Bleu. Auch wieder ganz, ganz fein. Ein Double Bed. Nehmen wir das. Noch ein TV. Boah, Alter. Der Junge hat aber viel zu tun hier. Staffelei. Also ich weiß nicht, warum eine Staffelei ins Schlafzimmer muss, aber okay. Ein Schreibtisch. Den hier aus Holz. Ein Stuhl, ein Laptop, da ist er. Wie viel Geld habe ich noch? 31.000, Alter, ich muss unbedingt Geld sparen. Scheiße, ich muss hier noch ein Klavier reinstellen. Scheiße, kommt man da ran? So, erledigt. Jetzt, ach scheiße, wie war ich noch? 25.000 nur noch. Das wird der krass. Hartholz. Ich habe gerade Geld überwiesen, sehr schön. Ach so, was ist denn da die andere Nachricht? Ach so, ja, das mit dem Ding. Ist das kein Hartholz? Achso, er hat es noch nicht gefunden, das Wohnzimmer. Alles gut. Wandfarbe rot. Okay, Babysitter, Job erledigt.
So, rot auch. Okay, Wohnzimmer. Also, wir brauchen einen TV. Ja, ich setze mal hier. Bitte. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen Geld sparen. So, DVD-Spieler ist. Eine Konsole? Nee, wo war der DVD-Spieler? Da. Kann ich den noch aufstellen? Sehr schön. Gut, Geld wurde überwiesen. Sehr gut. Rechnung bezahlen. Einen Tisch. Mit drei Stühlen. Oh, vier Stühle. Das ist kein Tisch, sondern ein... Das ist ein kleiner Tisch. Bewegt der alles auf einmal? Nein, macht er nicht. Ah. Ah, gut, dann bleibt er da stehen. Erstmal, mal gucken. So, Billardtisch sollte auch gebaut werden, ne? Genau, Billard muss gebaut werden. Warum ist hier kein Stuhl? So, keine Ahnung, warum es nicht genommen hat. Ein Gemälde? Ah, Poker und Roulette muss ich auch noch bauen. Scheiße. Poker-Ding. Ja. 13.000 habe ich noch. Okay, ich muss ein Gemälde bauen. Also bauen. Sehr schön, Herr Wichtig. Ein Läufer. Kann man gleich noch einen anderen daneben setzen. Und eine Lampe. Aber gut, eine Lampe ist ja auch schnell gebaut. Waren hier, glaube ich, welche, ne? Ja. So, dann sind wir fertig. Jo, erledigt. Oh, Wasserrohrbruch. Ja, das ging nochmal deutlich schneller als beim letzten Mal. Alter, was ist denn da los? Installiere neue Ausrüstung. Okay, was soll ich machen? Wasserkocher und Wäscheständer. Ja, Wäscheständer easy. Und ein Wasserkocher auch easy. Mixer. Waterkocher. Okay, fertig. Erfolgreich. So, hast du nochmal zwei, drei neue Sachen bekommen? Was ist mit der Tür los? Oben ist da so ein Riss drin. Okay. Gut. Level 20. Ein paar Deko-Sachen. Kleinkram. Und wir kriegen was für eine Bewertung? 5 Sterne. Sehr geil. 66.000 wieder am Start. Ich könnte vielleicht meinen Kredit wieder zurückbezahlen, wa? Passive Income. Errungenschaft. Oh, 78 fehlen. Zum Erfolg. Scheiße. Ich muss Mira McLean eigentlich rausschmeißen. Vertrag brechen für 489. Ja, ich muss die irgendwie rauskriegen aus meiner Hütten.
Wo sehe ich denn eigentlich, wie lange die noch Vertrag haben? Okay, erstmal müssen wir ein paar Leuten noch Geld schulden. Könnte ich die jetzt theoretisch rausschmeißen? Ja. Kann ich Vertrag kündigen, weil Schulden. Okay, wenn Miriam McLean Schulden hat, oder... Ist es McLean oder McEan? Also im I, weiß ich nicht. Dann würde ich sie wahrscheinlich mal rauswerfen. Weil ich brauche Geld. Also mehr Geld. Ja, die sind zu teuer alle. Was? Ich habe gerade alle Ausstehenden... Ah, okay, hast du Glück gehabt. Okay, hier haben wir nochmal eine kleine Wohnung mit 3 Räumen, einem Schlafzimmer. Okay. Ah, die ist schon ein bisschen größer. 4 Räume, ein Schlafzimmer. Alter, Monsterraum in der Mitte. 18 Quadratmeter. Wenn man sich das mal überlegt, was die hier an Miete zahlen für die paar Quadratmeter, die sie haben, ist natürlich, ne? High Society, hier schon. Möchte man sich nicht ausrechnen, was die späteren Wohnungen hier alle bringen. Also hier sowas zum Beispiel. So eine Bombenwohnung. So, die Dinger gibt's nicht. Ach, okay, Cindy England hat auch alle Rechnungen bezahlt. Mission haben wir gerade nicht. Dann, was denn jetzt? Oh. Dann machen wir nochmal ein paar neue. Sehr gut, hier. Hey Lilly, genau, ich bin dein neuer Ansprechpartner. Alter, was ist denn das für eine Hütte? Keine Vorstrafen, kein Fastfood-Angestellter, kein Bauarbeiter. 24 bis 48. Die ist tatsächlich zu jung. Sie würde gehen. Bedienung. Geht beides. Ja, okay, hier kommt Sicherheitskamera. Keine Strafen. Carly McRaley? Außergewöhnlich. Okay. Alter, 16.000. 18.000, meine ich. Okay, da sieht man mal, was später möglich ist. 16.000. Heftig. Ist aber eine krasse Wohnung. So, vielleicht werde ich mich jetzt sicherer fühlen. Ich habe Geld für diesen Zeitraum überwiesen und sie... Scheiße. Nee, das ist sie nicht. Die suche ich nicht. Alter, was mache ich denn? Danke, dass ich ohne Schal... Okay. Ja, ihr 5... Genau, ihr 5 seid die... Oder ihr 4 besser gesagt. Seid die, die wichtig sind. Sehr schön. 5 Sterne. Installiere neue Ausrüstung. Toilette und Stuhl. Rickener. Wo ist das Klo hin? Okay. Und einen neuen Stuhl soll ich installieren. So. Auch schön. Gut, haben wir. Kümmere dich um die Bedürfnisse, das machen wir. Haben wir noch so einen Job? Ja, hier Tag der offenen Tür-Job. Das sind halt die schnellsten, wo man auch noch am meisten Geld verdient. Scheiße, hier ist was im Arsch. Komm, ruf mich an. So, 35, 41. Oh, und keine Vorstrafen. Keine Vorstrafen. Und außergewöhnlich. Sehr gut. Ein Haufen Ratten befiel meine Wohnung. Scheiße. Ja, ich muss mich beeilen. Der Opi kommt gleich. Schon wieder 5 Ratten. Die werden auch immer mehr. Nummer 2. Nummer 3. Und das ist mal eine Ratte, die nicht aus... durch die Wand läuft. So. Nummer 5. Komm, geh rein.
Jo, bitte. So. 28. Keine Vorstrafen. Zufrieden. Er würde voll reinpassen, ne? Nee. Okay, Raya Fraser ist raus. Tommy Pierce und Lee Dofty. Tommy Pierce? Okay, ist nur zufriedenstellend. Lucy Dofty, die nehmen wir. Yeah. Yeah. Raya Fraser war raus. Tommy Pierce. Jetzt gut. Dann bist du der Dritte. Na komm. Okay. Akzeptiert er? Mission complete. Drei neue Bewohner. Was? Ich habe gerade das Geld überwiesen. Kakerlaken in der Wohnung. Scheiße. Soll ich wieder ein bisschen sprühen? Alter, von Ratten zu Kakerlaken. Er hat aber Pech hier, der Mann. Hallo. Opa. Komm nochmal auf die gleiche Stelle. So, vielen Dank. Vielen Dank. Polizeiliches Führungszeugnis geht raus. Lee Jarvis. Ja, müssen wir gucken. Keiner Schulden. Sehr schön. Auch erfüllt. Babysitten machen wir weiter. Ich mache allerdings jetzt Feierabend. Und werde... ja, ein bisschen wieder offscreen weiterspielen. Was? Ach, scheiße. Hat überwiesen. Und werde mir wieder ein bisschen was ansparen. Räume 4. Schlafzimmer 2. Ah, okay, viel zu teuer. Räume 3. 94.000. Ja, ich glaube, es wird 148.000. Naja. Ich glaube, es wird erstmal 300.000. Krass. Da mit weitergehen, dass ich jetzt wieder Missionen mache. Das Konto anhebe und wir dann morgen uns wiedersehen, wenn der Kontostand höher ist. Damit wir die nächste Wohnung kaufen können oder aber, dass wir vielleicht unsere Wohnung ein bisschen auf Vordermann bringen. Das muss ich mir nochmal überlegen. Weil wir haben ja auch noch ein paar Sachen, die wir hier reinstellen können. Ne? Hier so ein antiker Schrank beispielsweise. Scheiße, der hat bezahlt. Naja, freut mich natürlich als Vermieter. Gut, auf Wiedersehen, meine Lieben. Und bis morgen.